Sie hören den Kurier. Das Positive zuerst. Menschen, die in Österreich leben, haben eine hohe Lebenserwartung. Wir werden durchschnittlich 82 Jahre alt. Der OECD-Schnitt liegt bei 81 Jahren. Beim Altwerden sind wir schon mal gut. Das Problem? Wir werden zwar älter, aber wir leben kürzer gesund als früher. In der Zeit von 2014 bis 2019 ist die Zahl der gesunden Lebensjahre um 1,6 Jahre gesunken. Warum? Wir schwächeln bei der Gesundheitsvorsorge. Da muss mehr geschehen. Dazu mahnt jetzt der Rechnungshof in seinem heute am Freitag erschienenen Bericht. Er ist voller Empfehlungen, Kritiken und Erinnerungen an nicht eingehaltene politische Versprechen oder auch die Einmahnung der Evaluierung gesetzter Maßnahmen. Wir schauen uns heute an, wo es bei der Gesundheit im Lande hackt und wieso die wegen schweren Betrugs angeklagte Meinungsforscherin und Ex-Familienministerin Sophie Karmasin in einem Bericht zum Gesundheitszustand Österreichs auftaucht. Mein Name ist Jana Dauer, heute ist Freitag, der 13. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Dass das Gesundheitssystem in Österreich gleich mehrere Baustellen hat, ist leider keine Neuigkeit. Verfällt man dem Zynismus, kann man es mit dem lieblosen Spitznamen Dauerpatient schmücken. Dass fehlendes Personal, geschlossene Stationen, Kassenärztemangel etc. aber nicht die einzigen kränkelten Sorgenkinder sind, wird wohl immer wieder verdrängt. Eigentlich nämlich müssen wir den Zeigefinger auch auf uns selber richten. Nehmt es nicht persönlich, aber Österreich ist zu dick, macht zu wenig Sport, raucht zu viel, trinkt zu viel und nehmt es mit der Gesundheitsvorsorge nicht so genau. Wie viele von uns haben Neujahrsvorsätze formuliert, die den eben genannten ein Ende setzen wollen? Nun ja, das mit dem gesunden Leben bleibt wohl bei uns häufig eine Illusion, wie die meisten anderen Neujahrsvorsätze. Der Rechnungshof rügt jetzt, auch die Politik hat es mit der Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung häufig bei nicht eingehaltenen Vorsätzen belassen. Es herrsche aber, Zitat, dringender Handlungsbedarf, sagt der Rechnungshof. Eigentlich nämlich sollte jeder Mensch, der in Österreich lebt, bis 2032 2 Lebensjahre mehr in Gesundheit verbringen. Das beschloss der Ministerrat 2012. Nun, die gegenteilige Entwicklung ist der Fall. 2014 hatte eine Person im Alter von 65 Jahren noch durchschnittlich 11,35 gesunde Lebensjahre vor sich. 2019 dann nur noch 9,75. Das geht aus Daten der Statistik Austria hervor. Wir brauchen deswegen zielgerichtete Präventionsmaßnahmen, denn unsere verkürzte gesunde Lebenszeit ist auf Adipositas und psychische Krankheiten zurückzuführen und nicht auf chronische oder Infektionskrankheiten. Der Anteil der adipösen und übergewichtigen Menschen in Österreich stieg von 2014 bis 2019 um 4% auf 51%. Und das beruht auf Selbsteinschätzung der Befragten und die gaben häufig ein zu niedriges Gewicht an. Die tatsächliche Zahl könnte also noch darüber liegen. Dabei gäbe es, und genau das kritisiert der Rechnungshof, bereits politische Maßnahmen, die aber erstens zu wenig zielgerichtet seien und zweitens nicht ausreichend evaluiert würden, auch wenn viel Geld da reinfließt. Das Gesundheitsministerium verfolgt etwa das Ziel, die Ernährung von Kindern zu verbessern. Die meisten Maßnahmen im Punkt aber sind nicht verbindlich, kritisiert der Rechnungshof. Aus seiner Sicht wäre auch die Wirkung der Absichtserklärung und Brancheninitiativen zur Reduzierung des Zuckers- und Salzgehalts in Lebensmitteln zu evaluieren. Bei Bedarf sollten diese zu verbindlichen Vorgaben führen. Auch dass die Bewegungsinitiative macht den ersten Schritt, mit dem Ende der türkis-blauen Bundesregierung 2019 zum Stillstand kam, sieht der Rechnungshof kritisch. Und hier kommt Ex-Ministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin ins Spiel. Der Rechnungshof kritisiert nämlich auch die Vergabe der 3 Motivanalysen im Rahmen der Bewegungsinitiative. Die Aufträge zur Analyse ergingen in einer, Zitat, ungeeigneten Vergabe, wie es heißt, an 3 Unternehmen. An einem von diesen Unternehmen war Sophie Karmasin, die Ex-Familienministerin und Meinungsforscherin, beteiligt. Aber das nur am Rande. Hauptkritikpunkt des Rechnungshofes ist, es herrscht Stillstand bei der Bewegungsinitiative. Warum aber haben wir in Österreich dieses Krankheitsbild? Warum sind wir so faul? Was muss die Politik tun? Und haben wir nicht vielleicht selber die Verantwortung für unsere Gesundheit? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Thomas Cipionka, Experte für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik und Leiter der Forschungsgruppe für Gesundheit am Institut für höhere Studien. Herr Cipionka, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Österreich steht ja gesundheitstechnisch nicht gut da. Offenbar liegt es aber nicht an chronischen oder infektionellen Krankheiten, sondern an unserer krankhaften Fettleibigkeit und an psychischen Erkrankungen. Wieso ist das in Österreich der Fall? Naja, wir haben in Österreich ein Gesundheitssystem, das sehr stark auf die Reparatur ausgelegt ist und weniger auf die Vorsorge oder die Verhinderung der Entwicklung von schwerwiegenden Folgen von Erkrankungen. Das heißt, wir greifen zum Beispiel bei Diabetikern eher erst dann ein, wenn die Augen zum Beispiel kaputt sind, wenn die Nervenbahnen kaputt sind,
Dann wird was gemacht, dann wird ein Augenlaser gemacht, dann versucht man zum Beispiel Dialyse bei einer geschädigten Niere durchzuführen. Aber wenn noch keine Folgeschäden da sind, dann ist die Versorgung gerade der chronisch kranken Menschen nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnte. Heißt es denn aber grundsätzlich, dass Österreich nicht mehr adipöse oder psychisch krank hat als andere Länder, sondern dass es einfach ein anderer Zugang ist, den Österreich da verfolgt? Ja, wir haben schon in diesen Erkrankungen auch viele Erkrankte an sich, weil wir in den beiden Bereichen, also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Gesundheitsförderung und Prävention, wo wir auch nicht besonders gut sind, wo wir oft zwar Lippenbekenntnisse haben, aber wirklich auf dem Boden wird nicht so viel gebracht. Wir können dann noch auf die Gründe genauer eingehen. Und dann, wenn ich schon eine Krankheitszeichen habe, also wenn ich zum Beispiel Hypotonie habe, also Bluthochdruck habe, dann kümmern wir uns als System zu wenig um die Folgeerscheinungen des Bluthochdrucks zu verhindern, zum Beispiel. Und das sind zwei Sachen, wo wir schlecht sind, und gut sind wir dann, wenn es darum geht, im Krankenhaus einen Stent ins Herz zu geben, wenn dann schon die Gefäße verkalkt sind, oder eine Stroke Unit, wenn dann der Schlaganfall da ist. Da wird dann sehr viel Geld in das System gegeben. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Da versuchte ja die Gesundheitsreform 2013 gegenzusteuern, aber und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir uns da so schwer tun. Wir haben sehr viele Stakeholder im System, das heißt sehr viele Institutionen, die mitreden können, und dadurch sind Reformen viel schwieriger in Österreich umzusetzen als in den meisten anderen Ländern. Die Politik hat sich ja 2012 das Gesundheitsziel gesetzt, dass bis 2032 Menschen in Österreich 2 gesunde Lebensjahre mehr haben. Der Rechnungshof kritisiert jetzt, dass wir dabei sogar rückläufig sind. Heißt, wir hätten laut dem Rechnungshof heute weniger gesunde Jahre als noch im Jahr 2014. Ja, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dieser Interpretation, weil ein Teil dieser Berechnungen der gesunden Lebenserwartung auf der österreichischen Gesundheitsbefragung basiert. Und die österreichische Gesundheitsbefragung hat 2014 noch ein bisschen eine andere Methodik der Stichprobenziehung gehabt als 2019, wodurch potenziell 2019 ein bisschen mehr kränkere Personen auch erfasst worden sind. Wie groß dieser Effekt ist, müsste man natürlich erst einmal ausrechnen. Aber tendenziell glaube ich schon, dass wir mit der Gesundheitsreform nicht die Erfolge erzielt haben, die wir eigentlich erzielen wollten. Es war ja grundsätzlich ein gutes Ziel zu sagen, wir wollen nicht bloß die Lebenserwartung erhöhen, sondern wir wollen die gesunde Lebenserwartung erhöhen. Das ist ja das, wo wir international nicht so gut dastehen, eben weil wir sehr stark auf Reparaturmedizin setzen und nicht auf Vorsorge und frühe Intervention. Und die Maßnahmen, die man gesetzt hat in der Gesundheitsreform, die waren leider eben auch nicht ganz so evidenzbasiert, wie wir uns das gewünscht hätten. Ein Beispiel ist der Gesundheitszieleprozess. Es ist gut, dass wir Gesundheitsziele haben, nationale Gesundheitsziele. Allerdings haben wir im Grunde genommen 10 extrem vage nationale Gesundheitsziele, die dann in vielerlei Unterziele und Subgruppen und alles Mögliche zerfallen. Und solche Prozesse, wissen wir aus der Gesundheitswissenschaft, funktionieren meistens nicht gut. Ziele müssen ganz konkret sein. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht von der Gesundheitsreform, dass man nicht sagt, Licht, Luft, Wasser, Boden und so weiter sauber halten. Das ist natürlich wichtig. Das ist aber ein Ziel, auf das wir uns alle einigen können. Das ist wieder so ein Phänomen, wo wir eben sehr viele Leute haben, die mitreden. Man einigt sich dann auf einen sehr allgemeinen Platz. Aber ich hätte mir ein Ziel gewünscht, das heißt, die Zahl der Raucherinnen und Raucher bis 2025 um so und so viel Prozent reduzieren. Das hätte sozusagen sehr viel mehr gebracht. Und ein zweites Ziel, die Ernährungsinformation in Schulen, Unternehmen und so weiter stärken und so weiter und solche Sachen. Also das hätte dann in Bereichen, wo sehr viele Probleme herkommen, also Sie haben die Adipositas genannt, und Adipositas strahlen unglaublich viele Erkrankungen letztlich aus. Also die Adipositas ist Risikofaktor für extrem viele Erkrankungen. Wie wir jetzt auch in einer Studie, die wir mit Mitteln der Nationalbank durchführen, sehen. Und das Rauchen genauso hat unglaublich viele negative gesundheitliche Effekte. Und solche großen Themen, auf die müsste man sich eigentlich konzentrieren.
Sie haben vorhin angesprochen, dass es wahrscheinlich auch ein unterschiedlicher Zugang der Datenerhebung ist, der zu dem jetzigen Ergebnis des Rechnungshofs geführt hat. Was man aber offenbar nicht wegargumentieren kann, ist, dass Österreich, wie Sie gerade angesprochen haben, viele Adipositas-Fälle hat mit ihren Folgeerkrankungen. Wieso haben wir diese Fälle in Österreich? Oder beziehungsweise in dieser Häufung? Ja, weil, wie ich das vorhin versucht habe, ein bisschen anzureißen, wir nicht konkret verbindlich Maßnahmen setzen, sondern eben in Prozessen mit Arbeitsgruppen, bla bla bla, dann große Papiere produzieren, von denen aber dann in der Realität oft sehr wenig überbleibt. Das ist ja das, was auch in diesem Rechnungshofbericht oder in vielen Rechnungshofberichten dann kritisiert wird, dass es sozusagen große Ziele gibt. Die Ziele sind auch richtig und darauf können sich alle noch einigen, auf die Ziele. Ja, wir erleben das sehr oft in der Gesundheitspolitik. Aber wenn es dann, je konkreter es wird, wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, dann weichen die Interessen dieser vielen, vielen Stakeholder im österreichischen Gesundheitswesen einfach voneinander ab und man bleibt dann oft im Unverbindlichen. Die zweite Seite ist, dass wir in Österreich überhaupt keine Evaluierungskultur haben. Mhm. Es ist in vielen Ländern undenkbar, dass man viel Geld in eine Projektierung hineingibt, ohne nicht begleitend zu evaluieren, was bringt das und müssen wir das zum Beispiel dann abdrehen, wenn es nichts bringt, beziehungsweise sollten wir das vielleicht erweitern, wenn es schon was bringt. Und das passiert in Österreich kaum. Da haben wir einfach keine Kultur auf der einen Seite, aber auch die Daten sehr verstreut und das möchte dann auch wieder keiner wirklich angehen. Sie sprechen damit zwei Punkte an. Das eine ist auch vom Rechnungshof kritisiert, mangelnde bis gar keine Datenlage zu dem Punkt. Und das zweite ist, dass viel Geld investiert wird und dann die mangelnde Evaluierung. Im Jahr 2016 gab der Staat 2,441 Milliarden, also 2,441 Milliarden Euro für die Gesundheitsprävention aus. Neuere Daten gibt es nicht, also es wird nicht mehr erhoben, wurde nicht mehr erhoben. Trotzdem, 2,441 Milliarden Euro sind sehr viel Geld. Die Lage hat sich aber nicht verbessert. Sie haben es gerade angesprochen, nicht zielgerichtete Maßnahmen oder zu wenig zielgerichtete Maßnahmen. Von vielen Seiten aus der Bevölkerung kommt da genau an dem Punkt die Kritik, dass diese hohen Staatsausgaben nicht gerechtfertigt sind. Also da kommt Protest. Es sei doch jeder für sich selbst, für seine Gesundheit verantwortlich. Wie komme Otto Ottfried, Normalverbraucherin, dazu, für die Gesundheit anderer Steuern herzugeben? Jetzt mal ganz salopp formuliert. Wie stehen Sie dazu, dass der Staat nicht in der Position ist, die Gesundheit der Menschen zu stützen? Das sehe ich nicht ganz so, weil es eben neben der Verhaltensprävention gibt, die auf das Individuum abzielt, auch die sogenannte Verhältnisprävention gibt. Das heißt, es gibt auch Umstände, sehr viele, die dazu führen, dass man eben ungesundes Verhalten setzt. Das ist die Sozialisierung, das ist das Wissen, also diese berühmte Health Literacy, über die man auch sehr viel geredet hat in der Pandemie. Das sind aber auch die Arbeitsverhältnisse, das sind die Wohnverhältnisse und hier kann sozusagen das Individuum alleine schwerer ausbrechen und da braucht es dann schon auch Interventionen von der öffentlichen Hand, die dafür sorgen muss, dass eben die Verhältnisse, also die Lebensverhältnisse, die Umstände auch gesundheitsförderlich sind. Insofern ist es schon richtig, dass der Staat bestimmte Aufgaben hier übernimmt. Allerdings, das, was sozusagen dann vielleicht ein bisschen negativ passiert ist, man versucht dann sehr viel über Arbeitsgruppen, über eher bürokratische Prozesse zum Beispiel zu machen, anstatt Initiativen von unten zu fördern. Es gibt wahnsinnig viele Leute in Österreich mittlerweile, die haben eine gute Public Health Ausbildung, die wollen was machen, die wollen die Gesundheit der Leute verbessern. Mhm. Und wir sehen international in vielen Ländern, dass wenn man solche Programme machen möchte, dann tut man sich einen Gefallen, wenn man sagt, okay, wir sind bereit, euch zu sponsern. Wir evaluieren das auch. Wenn das nichts bringt, dann lassen wir das wieder. Aber wir unterstützen solche Initiativen von Leuten, die wirklich auch intrinsisch motiviert sind, sich das auszudenken, wie man die Gesundheit der Bevölkerung verbessern kann, und nutzt quasi diese privaten Initiativen für die Ziele des Staates. Das wäre eigentlich etwas, was man einfach mehr nutzen sollte in Österreich. Häufig wurde in der Debatte in den letzten Monaten und auch sogar Jahren auch immer wieder von mehr Bewegung im Unternehmen, im Betrieb angesprochen. Wo sehen Sie denn da auch die unternehmerische Verpflichtung gegenüber den MitarbeiterInnen? Ja, die Unternehmer haben ja eine Treuepflicht und müssen auch daran interessiert sein,
gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Umso mehr, weil wir ja jetzt sehen, dass es langsam eine Verknappung des Arbeitsangebots gibt durch die demografische Verschiebung. Das heißt, wir werden auch mehr ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren müssen zu bleiben. Und da ist die Investition in die Gesundheit dieser Personen natürlich wesentlich. Und das werden die Unternehmen auch immer stärker merken. Und es gibt ja auch schon vor allem die größeren Unternehmen, die machen extrem viel. Ja, also große Banken, große Transportunternehmen, die versuchen sehr viel zu machen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu verbessern. Für die ist das eine Ressource. Die kleineren Unternehmen tun sich da natürlich viel schwerer und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn man noch mehr Unterstützung geben würde, weil natürlich ein 5-Personen-Betrieb tut sich natürlich schwer, da eigene Programme aufzusetzen. Da wäre es sinnvoll, wenn es Unterstützung von Seiten der öffentlichen Hand oder von Seiten auch der Vertretungen, Wirtschaftskammer gäbe, um auch kleineren Unternehmen die Gesundheitsförderung im Betrieb zu ermöglichen. Denn die sind viele Menschen ja sozusagen gerade dort erreichbar. Ja? Also die Erreichbarkeit ist über die Betriebe sehr gut. Deswegen haben wir ja auch in der Pandemie die Impfungen auch über die Betriebe teilweise durchgeführt. Also da ist sicherlich viel zu holen. Dasselbe gilt auch für die Schulen natürlich, wo ich natürlich die gesamte junge Bevölkerung ist in irgendeiner Schule und da müsste ich natürlich viel mehr tun, ja, weil das alles auch mit Sozialisation zu tun hat. Wenn ich Sport mit, das ist Fahrt oder das ist, da ist nur Leistung verlangt und ich bin halt ein bisschen übergewichtig und schaffe nie die Leistung, wenn ich das damit verknüpfe, werden die Leute immer eine Ablehnung gegenüber Sport haben. Wir müssen die jungen Leute schon dazu erziehen, dass sie bewusst, und das ist eben, müssen wir machen, weil wir in unseren Lebensumständen einen sehr sitzenden, wenig bewegten Lebensstil haben, noch stärker jetzt, wo die Leute im Homeoffice sind, weil natürlich, sie bewegen sich jetzt teilweise ja viele Tage in der Woche ja nicht einmal mehr aus dem Haus, um sozusagen in die Arbeit zu fahren. Und da ist es ganz dringend notwendig, zu erziehen dazu, dass Bewegung Freude macht, dass Bewegung wichtig ist. Und es eine, also die, quasi die mächtigste Gesundheitsmaßnahme, die wir haben, ja, ist jeden Tag eine halbe Stunde sich bewegen. Ja, das hat so einen starken gesundheitsfördernden Effekt auf so viele Organsysteme, dass das einfach eine unglaublich wichtige Maßnahme wäre. Sehen Sie da die geplante verpflichtende jeden Tag Sportstunde im Schulunterricht als geeignete Maßnahme oder als ausreichende Maßnahme? Ja, und zwar dann, wenn sie gestaltet ist, wenn sie positiv konnotiert ist, wenn sie die Freude an der Bewegung fördert. Das wäre extrem wichtig, weil den ganzen Rest der Zeit, die man in der Schule verbringt, wird man quasi dazu verdonnert, still zu sitzen. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht. Daher die Leute immer auch zu motivieren und zur Freude an der Bewegung anzuhalten und die auch anzuerziehen ein Stück, ist auf jeden Fall wichtig. Studien zeigen ja auch, dass vor allem die Prävention auch in der Jugend da ansetzen muss, damit spätere chronische Erkrankungen ausbleiben. Es kann allerdings auch nicht wegargumentiert werden, dass wohl jeder selbst auch für seine Gesundheit einen gewissen Beitrag leisten müsste. Jetzt wurden von verschiedenen Stellen immer wieder Maßnahmen gefordert, die Gesundheitsvorsorge an finanzielle Leistungen zu knüpfen. Also ganz nach dem System des Mutter-Kind-Passes, die Untersuchungen während der Schwangerschaft und in den ersten Jahren nach der Geburt sind ja beim Mutter-Kind-Pass an das Kindergeld geknüpft. Wer den Untersuchungen allerdings nicht nachkommt, der verliert den Anspruch oder muss zuweilen auch Geld zurückzahlen. Brauchen Menschen in Österreich diesen finanziellen Anreiz auch im späteren Leben, wenn die Gesundheit alleine als Grund nicht ausreicht? Naja, die finanziellen Anreize, es hat beim Mutter-Kind-Pass relativ gut gewirkt, auch deswegen, weil wir in der Gesundheitsbildung, das ist auch ein Problem, relativ schlecht sind im europäischen Vergleich. Das heißt, die Leute sind sich gar nicht bewusst, wie wichtig verschiedene Maßnahmen bei Kindern sind, welche negativen gesundheitlichen Effekte eintreten können, wenn man bestimmte Check-ups nicht durchführt. Und da war die Koppelung an das Kindergeld ein Incentive, der halt einfach gewirkt hat. Es ist, glaube ich, wichtig, ich würde keinen Incentive ausschließen. Ich würde nur zuerst versuchen, nicht monetäre Incentives zu setzen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir ein gewisses Crowding-out haben. Das heißt,
Sobald sie monetäre Incentives setzen, stören die sozusagen einen Teil der intrinsischen Motivation, der nicht monetären Incentives sozusagen. Das heißt, wir können auch mit verhaltenswissenschaftlichen Maßnahmen arbeiten. Und da muss man sich eben überlegen, das ist vielleicht für verschiedene Zielgruppen unterschiedlich. Sie können zum Beispiel, wenn Sie jüngere Leute ansprechen, dann können Sie das sehr viel auch durch zum Beispiel Gamification machen. Das ist eine nicht monetäre Möglichkeit, Menschen mehr zu Gesundheitsverhalten anzureizen. Da ist sehr viel möglich. Das ist vielleicht weniger möglich bei anderen Zielgruppen, wo sie dann vielleicht einen monetären Anreiz brauchen. Also sie brauchen wahrscheinlich ein Spektrum von Maßnahmen. Manche Incentives müssen monetär sein, aber es gibt auch viele nicht monetäre Incentives. Könnten Sie für unsere ZuhörerInnen diesen Aspekt der Gamification als Anreiz kurz erläutern? Ja, Gamification ist eine Herangehensweise, wie man erwünschtes Verhalten, also gewünschtes Gesundheitsverhalten zum Beispiel spielerisch anreizen kann. Also dass man zum Beispiel fünf Leute quasi in Wettbewerb setzt, ins Fitnesscenter zu gehen. Und gibt es eine App, wo man sehen kann, der eine ist gerade gegangen, ja, und dann habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen und möchte mithalten mit den anderen und gehe dann auch ins Fitnesscenter und erreiche so zum Beispiel, dass Jugendliche dann zweimal in der Woche ins Fitnesscenter gehen. Oder die Schrittzähler sind ja im Grunde etwas Ähnliches, nicht? Ich habe da so eine, auf der Uhr habe ich da so eine Information, die mir sagt, ich sollte jetzt 6.000, 7.000 Schritte machen und dann ärgere ich mich ein bisschen, wenn ich es nicht ganz geschafft habe und gehe vielleicht doch noch mal um den Block. Und dadurch ist aber extrem viel zu erreichen, weil diese einfachen Maßnahmen, wie gesagt, schon relativ viel eigentlich gesundheitlich bewirken. Sie haben vorher auch angesprochen, dass Gesundheit auch eine Frage der Lebenssituation ist. Laut Daten der OECD schätzen Personen, die zum reichsten 20% der Gesellschaft gehören, ihren Gesundheitszustand besser ein als jene, die zum unteren bzw. ärmsten 20% der Gesellschaft gehören. Gibt es so einen Unterschied zwischen arm und reich im Gesundheitszustand auch in Österreich? Es gibt überall natürlich ein gewisses Gefälle. Die Problematik dabei ist, dass es sicherlich eine wechselseitige Kausalität gibt. Also es gibt die Korrelation, die Verbindung zwischen dem Gesundheitszustand und dem Einkommen. Aber die kann sowohl ursächlich sein, aber auch Folge sein. Was will ich damit sagen? Wenn Sie selber keinen guten Gesundheitszustand haben, dann haben Sie auch potenziell schlechtere Karrierechancen, schlechtere Einkommenschancen und haben dadurch ein geringeres Einkommen. Umgekehrt können Sie natürlich, wenn Sie vermögender sind, in einer zum Beispiel Wohngegend wohnen, wo Sie mehr Grünflächen haben, wo Sie laufen gehen können, wo Sie eine gesündere Luft haben und das führt zu einem besseren Gesundheitszustand. Und beides hat sicherlich einen gewissen Anteil. Allerdings ist es in Österreich so, dass wir, so wie in anderen Bereichen auch, vergleichsweise egalitär sind in dem Bereich. Das heißt, wir haben bestimmte Punkte, wo es soziale Gradienten natürlich in der Gesundheit gibt, allerdings in Österreich wahrscheinlich weniger als in anderen Ländern. Könnte man in Österreich eine bestimmte Gruppe als tendenziell am meisten krank definieren oder am gesündesten? Ja, das hat natürlich sehr stark auch mit dem Alter zu tun und mit der Bildung. Das ist ja auch so ein Einflussfaktor auf das Einkommen. Es ist vielleicht auch nicht nur das Einkommen, sondern auch die Bildung, weil Bildung mit Einkommen sehr stark korreliert. Das heißt, wenn Sie wissen frühzeitig, was Krankheitsanzeichen einer Krebserkrankung sind, ja, wenn Sie wissen, was Screening ist, worauf Sie achten müssen, dann können Sie natürlich selber früher zum Arzt gehen und werden früher erkannt, früher behandelt und haben natürlich eine bessere gesundheitliche Chance. Das heißt, je gebildeter und je jünger ich bin, desto gesünder bin ich de facto auch. Und wenn sozusagen die Bildung schlechter ist und wenn ich älter bin, dann ist einfach die gesundheitliche Chance schlechter. Welchen Auftrag geben Sie denn als Public Health Experte jetzt der Regierung, wie man handeln muss? Ich glaube, dass man aus dem Bericht auch lernen kann und lernen sollte, dass man sich auf vielleicht weniger Themen konzentriert und die dafür verbindlicher durchzieht. Das ist einmal eine wichtige Sache. Es würde uns mehr helfen, wenn wir eben bei den ganz großen gesundheitlichen Problemen einmal weiterkommen,
Ernährung, Bewegung, Rauchen und dergleichen, als sozusagen uns in sehr vielen verschiedenen Zielen zu verlieren. Das Zweite ist, die Datenbasis zu schaffen, damit man auch wirklich den Finger auf etwas legen kann, damit man auch Argumentation letztlich politisch hat, wo man etwas tun muss und wie diese Maßnahmen dann auch wirken, damit man auch effizient und effektiv die Gesundheitspolitik gestalten kann. Und was auch sehr, sehr relevant wäre, ist die gesundheitliche Bildung, das, was wir als Health Literacy bezeichnen. Da würden wir uns auch viel ersparen, wenn wir das stärker in die, wenn wir da auch mutiger wären. Ja. Wenn Sie zum Beispiel anschauen, gesundheit.gv.at als öffentliche Informationswebseite, die ist sozusagen, da ist sehr viel Text drinnen. Ja, ich glaube, dass man Gesundheitsinformationen noch sehr viel lebhafter und zielgruppengenauer vermitteln kann. Und der größte Brocken ist sicherlich, die Kompetenzen im Gesundheitswesen neu zu ordnen. Die Finanzausgleichsverhandlungen stehen ja vor der Tür oder sind gerade gestartet worden. Und das wäre eine wichtige Möglichkeit, die Kompetenzen zumindest ein bisschen besser zu ordnen, dass eben wirklich das, was wir eben in unserem Bericht Finanzierung aus einer Hand dargelegt haben, auch ein bisschen stärker in die Realität kommen lässt. Das heißt, dass ich für einen Patientin, für einen Patienten wirklich eine Institution zuständig ist, die diese Person über den ganzen Weg ihrer Krankheit sozusagen begleitet und hier dafür sorgt, dass wirklich die effektivsten und effizientesten Maßnahmen für die Person ergriffen werden und dass die auch nicht in Vergessenheit gerät. Ja, wir haben oft das Problem, dass wir durch diese Fragmentierung, dass der Prozess der Diagnosefindung, der Therapie irgendwie abbricht und sobald man bei uns nicht mehr zur Tür beim Krankenhaus oder in der Arztpraxis hineingeht, ist man eigentlich vom System schon wieder vergessen und das sollte eigentlich nicht sein. Also das wären diese vier Punkte, die man angehen könnte, jetzt auch die Möglichkeiten hat, das Window of Opportunity sozusagen. Mhm. Sie geben mit Ihrem letzten Punkt da auch dem Wiener Gesundheitslandesreferenten Peter Hacker recht. Herr Cibionka, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's für heute von uns. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Vielleicht animiert euch diese Folge, das Auto stehen zu lassen und mal zu Fuß zu gehen. Nehmt die Treppen statt des Lifts. Ton und Schnitt kommt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf kurier.at/podcast. Mein Name ist Jana Dauer. Passt auf euch auf. Schönes Wochenende.